Guten Morgen, liebe Zuschauer. Willkommen auf der CeBIT 2008 hier bei CRN TV. Unser erster Gast ist Lothar Harbig, Geschäftsführer der Brother Deutschland GmbH. Harbig, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank. Dieses Jahr die CeBIT ist ja sozusagen neu gestartet, ein Relaunch, um es in der IT-Sprache zu sagen. Wie sehen Sie die CeBIT dieses Jahr? Wir sehen die CeBIT dieses Jahr doch mit sehr großer Spannung, denn es ist ja ein komplett neues Konzept hier erstellt worden. Die Halle 1 ist nicht mehr, steht für die CeBIT nicht mehr zur Verfügung. Wir sind in die Halle 2 gegangen. Wir haben dort einen sehr schönen, adäquaten Stand. Wir sind insofern auch ganz froh, dass dieser Gigantismus, der in der Halle 1 geherrscht hat, doch ein bisschen zurückgefahren werden konnte. Inwieweit die CeBIT für uns natürlich in der Zukunft auch eine wichtige Plattform sein wird, hängt natürlich auch in großem Maße damit zusammen, inwieweit es der Messeleitung gelingt, unsere Mitbewerber aus dem druckenden Bereich wieder zurückzuführen. Denn im Augenblick sind außer uns ja nur noch zwei Hersteller da. Da sprechen Sie eine interessante Sache an. Wie gesagt, die Druckerhersteller sind auf der CeBIT kaum mehr vertreten. Außer draußen sieht es natürlich anders aus im Markt, im deutschen Markt. Da haben Sie natürlich wesentlich mehr Konkurrenz. Wie können Sie denn da bestehen bei so vielen Playern im Druckermarkt? Also unsere Strategie lautet nach wie vor, dass wir uns sehr stark engagieren in dem SMB-Bereich und damit natürlich in dem Bereich für Arbeitsplatzdrucker und für kleine Arbeitsgruppen. Wichtig für uns sind natürlich hier die einfache und pflegeleichte Bedienlichkeit der Geräte, günstige Folgekosten und letztendlich auch Lösungen, die wir in diesem Bereich anbieten. Dazu gehören getrennte Toner- und Trommelsysteme beispielsweise, was der Umwelt doch zugutekommt. Der Familiengedanke der Verbrauchsmaterialien. Wir haben teilweise 10 und mehr Drucker, die mit einem einzigen Verbrauchsmaterial bedient werden können. Das heißt, die Lagerhaltung für den Händler ist sehr viel günstiger zu gestalten. Natürlich unsere 3-Jahres-Garantie. Wir waren der Erste, der die 3-Jahres-Garantie vor nunmehr 4 Jahren initiiert hat. Und das war sicherlich ein großer Meilenstein für unseren Erfolg. Wenn ich da mal einhaken darf, Sie haben ja jetzt schon ein paar Tools genannt, die es dem Fachhändler ermöglichen, in diesem harten Umfeld zu bestehen. Die Margensituation ist natürlich ziemlich angespannt mittlerweile. Wie kann ein Händler da überhaupt noch Geld verdienen? Also ich denke, wir stehen als Partner für unsere Fachhändler durch die Zuverlässigkeit und Berechenbarkeit da und natürlich auch die Fairness, die wir unseren Partnern entgegenbringen. In diesem Jahr, das ist sicherlich auch ganz interessant, feiert unsere Europavertretung 50-jähriges Bestehen. Das heißt, seit 50 Jahren sind wir in Europa und seit 44 Jahren in Deutschland. Das heißt, wir arbeiten hier mit Fachhandelspartnern zusammen, teilweise schon in der 3. Generation. Das heißt, hier wird unser Firmenmotto, unser Headline, at your side, sehr gepflegt. Das heißt, es ist für uns nicht nur irgendein Werbeslogan, sondern es ist wirklich gelebte Praxis. Das sind also diese Konzepte, die Sie anbieten. Da möchte ich nochmal auch darauf hinweisen, zu diesem 50-jährigen Jubiläum von Brother in Europa werden 50 Kneipenkickertische durch Brother und CRN verlost. Wer für seine Verkaufsräume diese Tische gewinnen will, kann sich bei der CRN Gläsern Redaktion mal informieren, wie dieser Kickertisch aussieht, und den gibt es tatsächlich zu gewinnen. Kommen wir weiter zu den weiteren Gesprächsthemen, die wir hier vor CRN TV machen möchten. Farblasermarkt ist ja was, wo Brother lange sich zurückgehalten hat. Jetzt hat man eigene Geräte, eigene Maschinen. Wie ist man denn so gestartet in diesem Bereich? Wir zählen nicht zu den Herstellern, die von Anfang an immer in jeder Technik sofort da sind. Wir schauen uns immer erst den Markt in Ruhe an und möchten natürlich auch ganz gerne vernünftige Marktgröße haben, wenn wir uns bewegen. Das haben wir praktiziert beim letzten Mal bei den Inkjet-Druckern. Da sind wir auch Latecomer, sind im
sind vor 5 Jahren gestartet und sind heute in fast allen Segmenten unter den ersten 3 zu finden. Und genau das ist das, was wir im Farblaserbereich erwarten. Monochromlaserbereich ist ja unser traditionelles Geschäft. Das sind unsere Händler, die früher die Schreibmaschinen verkauft haben. Die sind in Faxgeräte eingestiegen, in Laserdrucker. Und jetzt ist es eben so, dass der Farblaser von uns zum ersten Mal in einer Eigenentwicklung seit dem vergangenen Herbst eingesetzt und auf den Markt gebracht worden ist. Wir haben damals als Zielsetzung gegeben, 10%, Sie können sich erinnern, 10% Marktanteil innerhalb von 12 Monaten. Wir sind auf dem besten Wege dahin. Wir haben heute in dem Businessbereich, Farblaser-Businessbereich, einen Marktanteil von etwa 8%, sind aber auch erst ein halbes Jahr mit den Geräten auf dem Markt. Wir sind also voll im Plan. Und in der Multifunktionalität, das, was letztendlich ja auch unsere Stärke ist und was uns auszeichnet, gerade in der Multifunktionalität, da haben wir heute schon einen Marktanteil im Farblaserbereich von über 20%. Ich meine, es wären 23. Wenn wir schon bei den Rankings sind, wir haben ja auch im Rahmen unserer CRM Channel Tracks eine eigene Umfrage gestartet unter den Fachhändlern zur Markenbekanntheit. Bei Laserdruckern und bei Multifunktionsgeräten sind sie mittlerweile schon unter den Top 3, bei den Tintenstrahlern auf Platz Nummer 5. Worauf führen Sie zurück, dass man bei den Laserdruckern und bei Multifunktionsgeräten schon sehr gute Markenbekanntheit besitzt, bei den Tintenstrahlern vielleicht noch nicht ganz so stark? Die Tendenz ist sicherlich richtig. Wir sind im Laserbereich wesentlich länger auf dem Markt als im Inkjet-Bereich. Ich habe es vorhin gerade erwähnt, 5 Jahre sind wir mit Inkjet-Geräten auf dem Markt, haben uns ein sehr schönes Ranking zwischenzeitlich dort geschaffen. Aber der Laserdruckerbereich, aus dem wir letztendlich kommen, und Lasermultifunktionale Geräte, die sind nun mal seit 1996 von uns angeboten. Und das führt natürlich dazu, dass wir hier gerade im Business-Kanal sehr viel mehr Resonanz haben und eine sehr viel höhere Bekanntheit gerade. Ich möchte mich recht herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie hier waren bei CRN-TV. Vielen Dank, liebe Zuschauer, dass Sie zugeguckt haben. Bis zum nächsten Mal. Danke.